Dieses Festspiel, Gastspiel von Bayreuth hat mich sehr verwundert, dass das überhaupt möglich ist und ist jetzt vielleicht keine Weltpremiere, aber sicher eine Europapremiere. Also das Wichtigste ist, dass dieses Bayreuther Orchester nach der Vorstellung von Richard Wagner ja der griechische Chor sein soll. Und es ist das einzige Orchester, das während des Spielens nicht gesehen wird, weil Wagner ja wollte, dass dieser Orchesterklang aus diesem Orchestergraben kommt, so wie ein Nebel heraufzieht, sich mit den Stimmen mischt und dann in dieses griechische Theater des Bayreuther Festspielhauses zieht. Es kann dieses Orchester nicht jetzt ein fixes Orchester sein, sondern es setzt sich zusammen aus verschiedenen Orchestern in Deutschland, wobei der größte Anteil der Musikerinnen und Musiker aus dem Bamberger Orchester kommt und aus München, aber auch Berliner Philharmoniker und andere Mitglieder sind dabei und die Zusammensetzung ist von Jahr zu Jahr verschieden. Die Walküren sind eine Elite-Truppe von Wotan, die einfach dazu da sind, um Helden und gefallene Streiter, Gegner eben dieses Wotanschen Imperiums zu besiegen, zu sammeln und nach Walhall eigentlich zu bringen. Wie wir ja wissen, ist Brünnhilde, die mehr oder minder Anführerin dieser Walküren, ja seine leibliche Tochter, woraus sich dann am dritten Aufzug dann dieses große Drama eben entspinnt. Also sie sind so eine Security-Kohorte für Walhall, könnte man sagen. Wagner hat sich immer gewehrt gegen den Ausdruck Leitmotiv. Es war ihm gar nicht so recht. Es sind ja so am Schwarzmarkt so Broschüren verkauft worden. Jetzt kommt das Schwertmotiv und jetzt kommt das Fafnermotiv. Und die Wagner-Gegner haben dann die Parodien gemacht. Jetzt kommt das Wotan-Herumsteh-Motiv. Es geht einfach darum, einen Assoziationshof sozusagen im Zuhörer zu schaffen, der sich eben in einer vorreflexiven, vorsprachlichen Phase angeweht fühlt von musikalischen Gebilden, die ja weniger Melodien oder Motive oder Themen sind, sondern so einfach so, wir würden in der Computersprache sagen Codes, die man dann eben, an die man sich erinnert und die eben auch schon vorausweist. Es ist eine Musik, die sehr unmittelbar an den Zuhörer sich wendet. Friedrich Nietzsche hat gesagt, Wagner ist der Orpheus des geheimen Leids. Es hat diese wagnerische Musik auch eine unglaubliche seismografische Qualität. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, was im 20. Jahrhundert durch Freud natürlich oder noch mehr Carl Gustav Jung formuliert und auf die reflexive Ebene gehoben worden ist, ist hier drinnen. Und das erklärt auch, warum es den Begriff Wagnerianer gibt. Wenn man vor den eigenen Gefühlen und vor den eigenen Spannungen Angst hat, sollte man das lassen. Das kann schief gehen und im guten Fall aber natürlich zu den größten Ekstasen führen. Denken wir nur, dieses Winterstürme wichen dem Wonnemond, der Hereinbruch des Lenzes in der Frühlings- und Freilufttonart B-Dur, wenn man das hier im Freien hören kann, also das wird unglaublich.